Hallihallo, liebe Kinder. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt beim Basteln. Also ich muss ja sagen, ich habe von der ganzen Bastelei einen Bärenhunger bekommen. Ihr auch, Prima und Sekunda? Ja. Ich muss ja sagen, ganz ehrlich, am allerliebsten esse ich ja Würmer und Käfer. Die suche ich mir zu Hause im Museum draußen auf der Römerbaustelle. Aber wir können ja jetzt leider nicht rausgehen und irgendwie gibt es hier in der Wohnung keine richtigen Würmer und Käfer. Nur Gummiwürmer und Schokoladenkäfer. Guckt euch das an hier. Also wirklich, das ist doch nicht gesund. Naja. Aber wie das so ist bei den Museumspädagogen, meinte Jannike sofort, wenn wir schon so einen Hunger haben, dann könnten wir doch eigentlich auch direkt die Gelegenheit nutzen und euch Kindern mal was über römisches Essen erzählen. Prima und Sekunda haben schon mal angefangen mit dem Essen. Und wie euch vielleicht auffällt, liegen die beiden beim Essen. Komisch, oder? Also meine Oma, die hat mir immer gesagt, Kalle, setz dich anständig hin beim Essen. Aber ganz ehrlich, bei den Römern war das so anständig, wie die beiden das machen. Die haben tatsächlich am liebsten im Liegen gegessen. Was isst du denn da, Prima? Brot, römisches Brot, das haben wir vorhin gebacken. Stimmt, da habe ich zugeguckt und ganz genau aufgepasst. Ganz viel Mehl haben sie dafür genommen. Weizenmehl war nämlich das, was die Römer am meisten gegessen haben. Daraus haben sie aber nicht nur Brot gebacken, sondern besonders gerne haben sie Getreidebrei gegessen. Kann man ganz einfach nachkochen aus Weizen, Wasser und ein bisschen Salz. Dann vielleicht noch einen schönen Regenwurm dazu. Lecker, sag ich euch. Na gut, die Römer haben vielleicht doch eher Oliven zu ihrem Essen dazu genommen als Würmer. Schmeckt auch ganz gut. Sekunda, du bist schon beim Nachtisch. Was isst du denn da gerade? Rosine. Eine Rosine. Ja, auch nicht schlecht. Genau, die Römer, wenn die mit den Spielen fertig waren, mit den Nüsse-Spielen, haben die nämlich nicht nur Rosinen gerne gegessen, sondern auch Nüsse, seht ihr da auf dem Teller. Und Obst gab es auch. Weintrauben zum Beispiel oder Feigen. Manchmal haben die Römer aber auch ganz seltsame Sachen gegessen, zum Beispiel Haselmäuse oder Siebenschläfer. Das wollten wir jetzt lieber nicht ausprobieren. Und getrunken haben sie gerne Wein, gemischt mit Wasser. Weil Prima und Sekunda aber natürlich noch keinen Wein trinken dürfen, hat Jannike uns lieber Traubensaft eingegossen. Schmeckt auch gut, oder? Lecker. Und woraus haben die Römer getrunken? Also im Museum, Prima. Da haben wir ganz viel Römergeschirr. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, oder? Und davon haben die Römer gegessen und getrunken. Das ist so rotes Tongeschirr, das haben sie getöpfert. Manchmal ist das ganz einfach, so wie das, was ihr jetzt da habt. Aber manchmal ist es auch ganz toll verziert mit Blumen oder Figuren. Und sie hatten sogar Geschirr aus Glas oder Silber. Und damit ihr zu Hause auch euren eigenen römischen Silberbecher für euren Traubensaft habt, zeigen wir euch jetzt noch, wie man so einen schön verzierten Becher aus einem Pappbecher und Silberpapier oder Alufolie nachbasteln kann. Viel Spaß dabei!
Zuerst übertragt ihr die Schablone auf die Silberfolie. Dann schneidet ihr sie aus. Die gestrichelten Linien am unteren Rand der Form müssen eingeschnitten werden. Nun könnt ihr mit einem Kugelschreiber auf der Unterlage die Rückseite der Silberfolie dekorieren, zum Beispiel mit Ranken, Schnörkeln oder Blumen, was auch immer euch einfällt. Wenn ihr die Folie jetzt umdreht, seht ihr auf der Vorderseite, dass der Kugelschreiber sich durchgedrückt hat und ihr nun nur die Dekoration, aber nicht die Farbe des Kugelschreibers erkennen könnt. Als nächstes muss die Klebefläche an der Seite der Form auf der Vorderseite sowie die eingeschnittenen Klebeflächen am unteren Rand mit Kleber auf der Rückseite eingeschmiert werden. Jetzt legt ihr das Silberpapier um den Becher und klebt es an der seitlichen Klebefolie zusammen. Die eingeschnittenen kleinen Klebeflächen unten drückt ihr gegen den Boden des Bechers. Fertig. Wenn ihr gern aus eurem Silberbecher trinken wollt, empfiehlt es sich, einen zweiten Pappbecher in den ersten zu stecken, damit der Silberbecher nicht nass wird und mehrfach gebraucht werden kann.